Moin moin und fröhliche Weihnachten wünsche ich euch allen. Herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, ich habe kleines Aufnahmepäuschen gemacht und festgestellt, die eine Folge, die ich als Weihnachten ja geplant hatte, war doch ein bisschen verfrüht. Aber naja. Egal, ist dann halt jetzt so. Ist dann vor Weihnachtsspecial gewesen, jetzt dann halt, aber egal, dann machen wir trotzdem jetzt wie gewohnt weiter. Habt ihr halt dann trotzdem eine etwas längere Folge bekommen, beziehungsweise gab es da schon ein paar Geschenke. Und ja, wir sind wieder auf dem Weg rüber. Und wollen uns noch mal ein bisschen Holz schnappen und das hier fertig machen. Alles. Und hoffen wir mal, dass wir nicht von den Mutanten überrascht werden. Ureinwohner habe ich weniger ein Problem, aber die Mutanten, die können ordentlich Zeit fressen. Und uns fehlen ja auch noch zwei Rüstungsstücke, wie ich da unten jetzt sehe. Ich habe jetzt auch mal die Kamera, die oben rechts zu sehen ist, ein bisschen kleiner gemacht, damit ihr auch mehr vom Spiel seht, aber sonst keine großen Veränderungen jetzt. Weil ich finde schon, wichtiger ist der Fokus aufs Spiel statt auf mich. Und ja. So, dann sind wir auch schon gleich da. Und dieses eine Stück da will ich auch noch komplett abholzen. Das, was jetzt ein bisschen mittig ist. Den Bereich da. Und dann brauchen wir auch noch mal 40 Holz. Also Stöcke meine ich, Stickies. Dann muss ich gleich nochmal schauen, was wir nochmal für den Steinbutt brauchen. Ah, da sind schon wieder die Ureinwohner. Verlaufen sie. Aber Seile haben wir jetzt nicht mehr. Schade. Schade. Kann ich hier, ja, einmal sauber machen, genau. So, und da ist unser Einkaufswagen. Aber ordentlich auch wieder was nachgewachsen hier. Für Stickies. War hier gerade was? So. War doch wieder was, oder? Ah ne, das war unser A. Halt unser eigener Arm. So, und den da noch. Hallo Bambi. So, ah, da ist unser Wagen, genau. So, da sind noch ein paar Steine. Die nehmen wir auch noch mit. I. Und weg damit. So. Dann wollen wir hier drauf wechseln. Wie voll ist er noch? Ah, hat nicht mehr so viel. Machen wir alles platt hier.
So, und. So, dann wechseln wir einmal wieder hier drauf. Der Wagen. Ganz schön windig da hinten wieder. So. Und noch mal zwei. So, dann ist der Wagen auch wieder voll. Boah, ich feiere das aber, dass wir jetzt endlich mal hier die Kettensäge gefunden haben. Machen wir auch mein Ohr ein bisschen leiser. So. Und die packen wir auch schon mal da rein. Warte. Einmal waschen. Haben wir was zu essen auf Tasche? Oh, nicht direkt. Schnappen wir uns mal eben eine Schildkröte. Ja. So, zwei Stück Fleisch müsste reichen. So. Mache ich beide mal drauf und dann. Müsste es auch schon gleich wieder fertig sein. Einmal wieder waschen. Ja, so sieht's gut aus. Und die sind fertig. Nice. Ja, geh ins Feuer. Komm. So. Wollen sie alle hier hin? Kann ich noch einen Stein mitnehmen? Ne. Steine sind voll. Und so. Können wir ein paar Stickies mitnehmen? Mit hier. Den großen nehmen wir auch noch. Und den da. Hallo Bambi. Oh, Dein Kletterer auf dem Baum. Habt ihr so gesehen? Oh, da springt einer wieder runter. Gibt gleich wieder Knochen. So, wo ist der nächste? Haut ab. Schmeißen wir den schon mal aufs Feuer. Haben sie? Was sind sie denn? Scheint abgehauen zu sein. Also ich sehe sie jetzt nicht.
Aber dann können wir eben das Feuer anmachen hier. Ja. Keine Ahnung, wo die anderen jetzt bleiben. Ob die noch wiederkommen. Aber ich könnte deren Knochen echt gut gebrauchen. Oh, da hinten kommt schon einer wieder. Kommt der hier hin oder sucht er? Ich würde sagen, wir bleiben noch eben hier, bis das fertig ist. Genau, ist jetzt fertig. Ah, da rennen sie schon. So. Wie viele brauchen wir noch? Also 7, 14, 21. 25 Baumstämme. Na du? Es kann doch nicht sein, dass jetzt schon wieder Sonnenuntergang ist. Den hier. Ah, das müsste wieder reichen. Wechseln wir wieder auf Katana. Na, du schon wieder? Au. Den nehmen wir mit. Ja, wir haben wieder ein Stück Rüstung verloren. Na super. Den lassen wir aber hier erstmal liegen. Weil das Holz erstmal wichtiger ist, finde ich. Der Katana ist schon geil. Hier eben noch mal ein kleines Feuerchen. Aber was Benzin angeht, glaube, wir müssten demnächst mal wieder in eine Höhle gehen, weil ansonsten wird das knapp. Ah, warte.
Wir warten eben ab, bis der hier fertig ist. Achso. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner im Dunkeln. Na, ihr zwei hier geblieben. Die brauche ich noch. Ich zwar nehme ich gleich so mit und schon wieder du hast. Ich glaube, da hinten liegen aber auch noch ein paar Baumstämme. Ich glaube, ich achso, das war ich selber. Ja, wir trinken eben. Komm. Gibt's nichts mehr. Der ist auch leer. Ja, dann ist es halt so. Da ist wieder einer. Noch einer. Noch ein paar mehr. Drei. Aber hier müssten noch ein paar Baumstämme rumliegen, oder? Nö. Du bist keine, die ich sehen kann. Ne? Kein Baumstamm. Ein Handy schieben. Geil. So. Ja, den Rest müssen wir wahrscheinlich hier stehen lassen. Ah, oh, der Wind wieder. Ja, haben wir alle voll. Alles klar, ab zurück zur Bucht. Oder zur Festung. Ja, wir nehmen vorsichtshalber nochmal einen mit. So, legen wir beide drauf. Was mich interessiert ist jetzt, wie sieht es bei der Statistiken aus? Geistige Gesundheit sind wir schon mal wieder bei 82%. Das steigt schon mal. Athletik 64, Stärke 57. Momentaner Zustand hungrig. 119 Tage überlebt, das ist auch geil. Ah, ist fertig. Nice. So. Dann geht's wieder los. Beziehungsweise können wir auch. Wieder Musik hören. Du.
Da hinten haben die wieder angefangen zu laufen. So, Nacht ist auch schon wieder zur Hälfte um. Boah, sieht das auch echt geil aus schon mittlerweile. Aber wenn wir irgendwann hier wegziehen, ich werde das hier schon vermissen. So. Aber wir gehen schon mal hoch. Ich würde sagen, dann gehen wir auch schon mal erstmal pennen. So. Und Z. So. Den können wir auch wegmachen. Ja, komm. Ah, geil, es regnet. Das heißt, es gibt gleich wieder Wasser. Kann ich hier schon irgendwas wieder anpflanzen? Nö, ich habe keine Samen. Ah, nice. Die sind nachher alle voll. Einen Moment. Wenn wir den jetzt mal mit Kassette 5 kombinieren, kann ich den hier irgendwo anbringen? Irgendwo? Vielleicht da hinten? An diesem Pfosten oder so? Nee. Kann ich ihn nirgendwo anbringen. Oder warte mal, wenn ich den noch mal ausrüste, hier vielleicht auch nicht. Stöcker können wir schon mal. Na, gleich haben wir es hier auch schon fertig. Na? Ja, funktioniert noch nicht so ganz, wie ich das mir erhofft habe. Aber hier können wir das hängen lassen. Hört ja auch schon ganz anders an. Ja. Okay, das war mir neu, dass man so auch noch hier dass es automatisch auch wieder zurückspult. Finde ich aber irgendwie geil.
So. Jo, jetzt geht's wieder hoch. Dann nehmen wir zwei schon mal mit. Ah, nice. Die haben wir fertig. Die Brücke ist fertig. Nice. Die will ich mir auch gleich mal von unten ansehen. Das Ding ist auch schon fertig. Aber von hier sieht das schon irgendwie geil aus, finde ich auf jeden Fall. Hat was? Dann kann man von hier und von hier abschließen. Was passiert, wenn wir da oben? Nein, keine kleine Hütte. So eine eigene Wand bauen. Mache ich mal so. Nee, ist nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Gucken wir uns mal hier an. Wie das dann aussieht. Nee. Würde ich sagen, lassen wir das mal sein. So, und so. Dann lassen wir das mal. Finde ich schade, aber naja. Da können wir nichts dran ändern. Aber wir können jetzt mit dem Holz nach ganz oben fahren. So. Komm. So. Wo geht's? Ach, hier. Ah, nice, der ist auch fertig. Dann noch der hier mit wie viel Holz? 11. Ich hab noch nur 11. Ah, können wir direkt so. Geil. So, ich freue mich auch, sobald wir dann mit der richtigen Festung da hinten anfangen. Ich bin so ein richtiger Baufreak, auf jeden Fall. Weil, vor allem so, auch gerade in so einem Bereich Fantasy und so was. So mittelalterlich, großer Fan. Und ich habe auch gesehen gehabt, so auf Nexus Mods. Es gibt
so solche Mods, die aus The Forest so ein richtiges Fantasy-Spiel machen können. Mit richtigen Skillsystem und hier so mit Zauberkräften und sowas. Ich glaube, für The Forest wäre das eher semi-geil. Obwohl, ich finde, die Möglichkeiten, die dieses Spiel schon gibt, wären auf jeden Fall auch schon doch geil, finde ich. Darum. Aber ich weiß nicht, ob ich dann das in The Forest haben will. Vielleicht könnte man irgendwie mal ein eigenes Spiel auf der Basis von The Forest bauen, herstellen oder sowas. So ähnlich wie für Skyrim, so mit Enderal. Werde ich auch noch auf jeden Fall auf diesem Kanal Let's Playen. So, ich weiß nur noch nicht wann. Aber ist auf jeden Fall in der Liste mit bei, dass ich das noch Let's Playen werde. So, wir gehen jetzt mal da hoch und machen da auch schon mal eine Mauer drumherum für den Turm. Aber dass man quasi auf Basis von hier The Forest einfach mal wieder ein eigenes Spiel draus macht. So, auf welcher Seite ist denn das? Der anderen. Dann machen wir das nochmal so. Und hier ein Fenster, da ein Fenster. Da eins. Hier eins. Hier habe ich es nun da hinten gemacht mit den Fenstern. Ja, hier ist an jeder Wand eine. Hier aber nicht. Ja, ich glaube, an der Wand brauchen wir keins. So. Wird schon reichen. Und der spult jetzt wieder zurück. Nice. Ja, so. Na, komm. So, da haben wir es auch schon. Aber ich glaube, sobald wir die andere Festung da anfangen zu bauen, wird es auch deutlich leichter sein, sagen wir mal so, an Rohstoffe zu kommen. Dann brauchen wir nicht immer 1 Million Jahre hier hin und her zu schippern. Dann können immer einfach direkt losfahren und uns das holen, was wir brauchen. Wollen wir direkt als nächstes damit anfangen oder da hinten weitermachen? Ich glaube, hier wird es am meisten Sinn machen. Jetzt wir erstmal den und dann den. Ja, machen wir so. Wie viel braucht er? 15. So.
Jetzt nur noch. Wie viel? 9. Wir haben aber nur noch 7 unten. Ah, es war schon von vornherein klar, dass wir noch einige Male rüberfahren müssen. Vor allem auch, sobald wir nach drüben umgezogen sind, wird es auch deutlich einfacher sein mit Nahrungsbeschaffung. So. Ah, können wir direkt so machen. So, dann wählen hier nur noch 2. Dann ja. Fangen wir mit dem Turm an. Dann kommt hier das Hauptgebäude hin. Und den da. Beziehungsweise, wir könnten auch gleich danach hier, den hier doch zuerst machen. Also sobald wir da hinten die fertig haben. Und dann den hier quasi als Finale bauen. Aber sobald wir da hinten anfangen zu bauen, werden wir das ein bisschen anders planen. Konnte ich noch nicht drauf stehen. Das hier gefällt mir auch nicht. Aber naja, ist halt dann so. Und ich würde sagen, wir haben wieder eine kleine Überlänge gemacht. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich bin's, euer Max Deus und ciao.